Willkommen zurück zu einer neuen brachialen Folge Mortal Kombat 11 in der Ultimate Edition auf der PlayStation 5. Freut mich, dass du da draußen wieder ganz brachial mit dabei bist. Und natürlich auch ein Dankeschön an all die Menschen, die das letzte Video mit einer Bewertung unterstützt haben. Der Mortal Kombat Marathon geht weiter und wie immer würde ich mich sehr darüber freuen, wenn ihr das Ganze mit einer klitzekleinen Bewertung unterstützen würdet. Schauen wir mal, was die Story jetzt noch so alles zu bieten hat. Ihr seid selbst an diesem Schicksal schuld. Fight! Uiuiui, Zatrion, eine Göttin gegen Sindel, die einzige, die irgendwie sie besiegen kann. Wieso auch immer, ich keine Ahnung. Vielleicht, weil sie Tentakelhaare hat und Zatrion auch irgendwie Tentakel besitzt. Ein Duell der Tentakel oder sowas in die Richtung, ich weiß es nicht. Aber ich finde Sindel halt mega. Melina, Lieblingscharakter Nummer 1, wenn es um weibliche Charaktere geht in Mortal Kombat, und Sindel definitiv Platz 2. Boah, die macht mich gerade richtig nass, ne? Hui, und sie blockt das noch. Oh Gott. Oh Gott. Zieht die mich gerade ab? Zack. Aber wir gewinnen. Knappes Ding, aber wir rödeln. Alter, Sindel ist very, very strong. Aber ich meine, die andere ist immerhin eine Götterälteste. Oh, der Booty. Der Booty, Alter. Deswegen kann sie fliegen. Für diesen Blick. Dass man hier mal drauf gucken kann. Okay, sie hängt in der Luft und kommt nicht mehr runter. Ich bleib dann mal oben. Ich halte mich raus. Ah Mist, da wollte ich sie gerade schön greifen. Was hatte eigentlich Zatrion für einen Fatal Blow? Weiß ich gar nicht. Wow, wow, wow. Können wir meinen Blowy vielleicht noch sehen? Das wäre cool. Komm schon. Hey, die ganze Zeit gibt sie Vollgas, ne? Und jetzt... Oh nein, schon wieder verhauen. Jetzt mach ich dich platt. Jetzt hole ich dich weg. Du solltest dich besser um dein Schicksal sorgen, Zatrion. Nun, Shang Tsung, deine Strategie war wohl doch richtig. Natürlich war sie das. Hoch mit den Händen, Shang Tsung! Du auch, Sindel, wenn sich auch nur ein Haar regt. Beruhige dich, Mädchen. Dad? Wie kommst du hierher? Wir alle kämpfen zusammen gegen Kronika. Ja. Und jetzt bringen wir das zu Raiden. Ist das eine Krone? Kronikas Krone. Ohne sie wird sie die Geschichte nicht neu starten können. War auch Zeit für gute Neuigkeiten. Jetzt, wo wir sie haben, ist alles neu und unbekannt. Wir haben diese Zeitlinie nun verändert. Richtig. Niemand kann sagen, was geschehen wird, nicht? Einmal ich. Ich muss zurück zur Außenwelt und Kitana Khan helfen. Danke für die Unterstützung. Wir treffen uns in 6 Stunden an der Blutsee. Bis zu unserem nächsten Kampf. Oh.
Zauberer? Ich folge der Briggs-Familie und informiere die Spezialeinheiten. Möge der große Geist dich beschützen. Und dich erst recht, Fujin, wenn Raiden dich mit Shang Tsung zusammensieht. Dieses Scheitern ist allein meine Schuld. Nein. Ich habe Shang Tsungs Brillanz unterschätzt. Der Lehre zu entkommen. Aus der Zukunft zurückzukehren. Ich begegne ihm erneut, Mutter. Dieses Mal werde ich siegen. Ich muss gehen. Dieser Shang Tsung ist im Besitz der Krone. Das macht ihn viel zu gefährlich. Und ich bezweifle, dass seine neuen Verbündeten diese Gefahr überhaupt erkennen. Sind deine Shaolin-Meister bereit? Sie werden bis zum letzten Mann kämpfen. Ja, das wird wohl nötig sein. Wenn Karon uns nicht hilft, wird es zu keinem Kampf kommen. Gibt es Neuigkeiten von Großmeister Hasashi? Nein. Wenn wir nicht bald von ihm hören, kehre ich zurück ins Unterreich. Falsch, Scorpion. Das verheißt nichts Gutes. Hol Raiden. Die Feuergärten stehen wieder. Die Shirai Ryu wurden wiederhergestellt. Warum bist du hier, Scorpion? Wo ist Großmeister Hasashi? Er ist tot. Und nun willst du uns erledigen. Ich verstehe dein Misstrauen, aber ich bin hier, um euch zu helfen. Das kann ich einfach nicht glauben. Was tut er hier? Wir sind keine Verbündeten. Du willst also helfen. Beweis es. Kämpf mit mir gegen den Zauberer. Das werde ich. Fujin? Raiden dachte, du wärst verloren, als die Zeitlinie brach. Aber du kämpfst für Shang Tsung? Wir haben wichtige Neuigkeiten für Raiden. Bitte, lasst uns durch. Das könnte ein Trick des Zauberers sein. Seine Anwesenheit wird die Feuergärten nicht entweihen. Ich kann nicht fassen, dass du zu Shang Tsung übergelaufen bist, Fujin. Wie konnte er dich nur so irre leiten? Freund. Hey, jetzt mal ganz locker easy, ja? Also, das war so. Ich war gefangen in der Leere und dann war ich da sehr, sehr lange und wir haben uns unterhalten und ich habe herausgefunden, der ist gar nicht so übel. Und dann haben wir beschlossen, ey, lass mal ausbrechen. So einen kleinen Prison Break. So ein bisschen Schofield-mäßig. Lincoln Burroughs hieß das. Und dann sind wir eben entkommen. Ende. Schöne Geschichte, oder? Oh, ich muss beide bezwingen. Oh, so ein unfaires Doppel wie in Mortal Kombat 9. Ah, stimmt ja. Sowas gab's da ja. Unfaire Doppels. Einer gegen zwei. Auf Null-Ehrenbasis. Ja, Shang Tsung ist brillant. Und nein, man kann ihm wirklich überhaupt nicht über den Weg trauen. Wow, wow, wow. Holy. Holy. Beim Neuner waren die deutlich tougher unterwegs. Und sie kamen nicht hintereinander, sondern sie haben halt immer schön durchgewechselt. Zack, 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 zack. Mann, ich liebe die Fatal Blows. Hör erst zu, bevor du urteilst.
Danke, Fujin. Der Sturm ist noch nicht vorbei. Shang Tsung. Wir müssen mit dir reden, Bruder. Wir, Fujin? Seit wann bist du mit diesem Abschaum befreundet? Ich bin hier, um dich zu retten, Raiden. Wir kommen aus deiner tragischen Zukunft. Darin besiegt Liu Kang Kronika. Aber im Kampf zerbrach ihre Krone. Ohne sie konnte die zerstörte Zeitlinie nicht repariert werden. Unsere einzige Hoffnung war, zurückzukehren, die Krone zu stehlen und ihre Macht einzusetzen. Jetzt können wir den Ausgang des Kampfs gegen Kronika ändern. Sie besiegen und die Zeit reparieren. Ich hab dich nie für so naiv gehalten, Bruder. Shang Tsungs Lügen dienen immer nur ihm selbst. Wie konntest du darauf hereinfallen? Sei vernünftig, Raiden. Verbreite deine Lügen woanders, Zauberer. Uns täuschst du damit nicht. Lord Raiden, hören wir zu. Vielleicht sagt er die Wahrheit. Es gibt nur einen Weg, das rauszufinden. Jetzt, Shang Tsung, die Wahrheit. Raiden, halt ein! Tritt zur Seite, Liu Kang. Leg das Amulett ab. Seine Dunkelheit ergreift Besitz von dir. Du betrügst mich auch? Das ist der falsche Weg. Shang Tsung ist diesmal nicht unser Feind. Die Reiche stehen auf dem Spiel und du bildest diese infame Allianz? Genug mit diesem Wahnsinn. Wenn ihr beide sterben wollt, dann bitte. Mein Bruder ist mein Problem. Ich sage, wenn ich Hilfe brauche. Shinnoks Amulett entflammt deinen Zorn und trübt dein Urteil. Vertraue mir. Fight. Dark Raiden wieder am Stizzle-Dizzle. Alright, Dark Raiden, alright. Oh! Hier, guck mal. Genau so. Erstmal schön ins Knie geschossen. Karriere mal wieder vorbei. Ich bin der Wirbler, mein Freund. Der Wirbler der Vernichtung. Oder auch nicht. Will ich noch einmal greifen. Boah, schön. Da bleibt dir die Luft weg. So nicht, Raiden. So nicht, mein Bruder. Zack, zack, zack. Alright, 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 Raiden, Raiden, Raiden. Entspann dich. Gib mir deine Luft, Raiden. Gib mir Lunge. Gib mir deine Lunge. Schön erstmal hier Nasenbruch. Komm, ich will dich wegblowen. Und tschüss. Seine Augen, ne, wie das so aussieht. Die Mimik finde ich so gut in dem Spiel. Auch in den Cutscenes. Einfach unglaublich gut. Hör mir zu, Bruder. Uns bleibt kaum noch Zeit. Ich bin ein Narr. Ich habe mich selbst zum Sklaven des Zorns gemacht. Ich lasse nicht zu, dass meine Wut unserem Ziel im Wege steht. Ihr scherzt doch, Lord Fujin. Im Gegenteil, Liu Kang. Raidens Kraft macht dich zum Feuergott. Klar tut sie das. Leider kann ich meine Kräfte noch nicht auf Liu Kang übertragen. Erst muss ich seinen Wiedergänger von Quan Chis Fluch befreien. Wir werden den Wiedergängern bald entgegentreten. Was kannst du uns sonst noch über den letzten Kampf sagen?
Wir brauchen jeden Vorteil. Schon einmal besiegt, Chroniker. Natürlich, Fu Jin. Wie sonst konntest du der Lehre entfliehen? Wenn du es weißt, akzeptiere das Unvermeidliche. Ergib dich. Aber meine Niederlage war nicht dein Sieg, Raiden. Hätte dein zukünftiger Retter die Kontrolle über mein Stundenglas, wären wir nicht hier. Diese Zeitlinie würde nicht mehr existieren. Es kann wohl nicht schaden, deine Vermutung zu prüfen. Selbst wenn du mich besiegst, was dann? Wer beansprucht das Stundenglas? Dir ist doch klar, dass Shang Tsung eure Allianz verraten wird. Wir sind vorbereitet, Chroniker. Seid ihr? Fragt ihr euch denn gar nicht, weshalb Shang Tsung so viel über die Krone weiß? Weil er deinem Befehl folgte und dafür Seelen gesammelt hat. Shang Tsung ist viel zu bescheiden. Er hat die Krone entworfen. Niemand außer mir weiß mehr über ihre Macht. Hätte ich es dir gesagt, säßen wir immer noch am Anfang der Zeit fest und würden miteinander streiten. Du entscheidest, Raiden. Wer soll für immer für die Zeit verantwortlich sein? Ich oder Shang Tsung? Weder noch, Chroniker. Du wirst besiegt. Und wenn Shang Tsung uns verrät, erledigen wir ihn. Du bist ein Narr, Raiden. Schicke die Reiche nicht in die Vergessenheit. Ich erkläre dir ihre Funktion. Was ist passiert? Chroniker kam her, um die Krone zu holen. Wir haben sie verjagt. Schlagen wir zu, solange sie schwach ist. Treffen wir uns mit den Armeen an der Blutsee. Zusammen stürmen wir Chronikers Insel
und übernehmen das Stundenglas. Wird Shang Tsung uns verraten oder wird er am Ende doch einer von den Guten? Findet er sein Herz und sagt, alles klar, ich mache eine Allianz mit Raiden? Man weiß es nicht. Aber eins wissen wir ganz bestimmt, der alte Zauberer hat immer ein paar Tricks drauf und dementsprechend geht es spannend weiter in der nächsten Folge. Einfach nur eine kleine Bewertung dalassen. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Danke für den Support, auf Wiedersehen und tschüss!